Was anderswo nur als Sinnbild zu verstehen ist, basiert auf der Nordkette, dem Juwel der Alpen, ganz wortgetreu. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Wenn zur Bergsonnwend die Feuer auf den Graten und Hängen der Nordkette entflammen, wird das zu einem eindrucksvollen Schauspiel und nicht nur vom Tal aus. Mit den Hungerburg- und Nordkettenbahnen, in kürzester Zeit von der Innsbrucker Innenstadt bequem erreichbar, werden auch Seegrube und Havelle Kahr selbst zum Zentrum der Schaulustigen. Zu einer Zeit, zu der normalerweise die letzten Talfahrten gemacht werden, geht es dann erst am Berg richtig los. Inmitten der Bergfeuer genießen Einheimische wie auch Gäste eine der wohl ältesten Traditionen, die Feiern zur Sonnenwende und damit den Sommerbeginn. Beispielsweise mit einer geführten Laternenwanderung mit dem Bergmännlein Florian Adamski. Und das alles inmitten des Juwels der Alpen.